Wir wollen gute Milch und günstig soll sie sein. Diese Kühe sollen sie liefern. Und diese Frau sorgt dafür, dass norddeutsche Kühe dabei immer besser werden. Johanna Schendel ist Zuchtberaterin. Sie sucht das optimale Bullensperma. Dieses soll die Defizite der Kuh beim nächsten Kalb gezielt ausgleichen. Für sie besteht der Tierkörper aus Kennzahlen. Tiere werden der Technik angepasst. Wennerstorf, 18. April. Mit 10 Tagen Verspätung wegen des Wetters startet Heiner Bartels in seine Spargelernte. Der erste Spargel ist der wertvollste. 2-mal am Tag werden die Spargeldämme abgeerntet. Heiner Bartels hat 27 Hektar Spargel. Es ist die erste Ernte, die Heiner Bartels per Handy-App steuert. Zurück in Mecklenburg-Vorpommern. Zuchtberaterin Johanna Schendel liefert das bestellte Bullensperma aus. Sie hofft, dass ihr Versprechen aufgeht. Der Betrieb braucht Kühe mit hohen Hinteräutern und eiweißreicher Milch. Der flüssige Stickstoff mit einer Temperatur von minus 196 Grad macht das Sperma haltbar. Besamer Roland Henoch sucht derweil Kühe aus. Die Sensoren der Kühe erfassen auch ihre Bewegungen. So erkennt Roland Henoch, welche Kuh rindert, also sehr aktiv und damit bereit für eine Besamung ist. Für Kuh Nummer 311 ist heute der optimale Zeitpunkt. So, Sperma ist fertig, geht los. Toni Hühner gibt Bonumsperma direkt ins Labor. 2,7 Milliliter Ejakulat. Das Sperma wird sofort auf Dichte und Aktivität überprüft. Mindestens 70% der Spermien müssen sich gezielt vorwärts bewegen. Die grünen Wege bestätigen, Bonumsperma ist gut, schafft über 90%. Ergebnis: Bonumsprung bringt 421 Portionen Sperma. Mit Hühnereiweiß verdünnt wird das Sperma gekühlt und in Röhrchen gefüllt. 20 Euro kostet eine Portion Bonumsperma zurzeit. 70 Portionen wird Johanna Schendel später ausliefern. Zurück in Wennerstorf bei Spargelbauer Heiner Bartels. Der geerntete Spargel muss verarbeitet werden. 60% seiner Kosten gehen fürs Personal drauf. Um den Spargelpreis zu halten, investiert er in Technik. Seit 3 Jahren im Einsatz seine Spargelsortiermaschine. Sie scannt rund 1000 Stangen pro Minute und sortiert sie anhand von Länge und Dicke. Die Maschine kostete den Spargelbauer 70.000 Euro. Doch weitere Erntehelfer wären noch teurer. Heiner Bartels neueste Optimierung: eine größere Spargelschälmaschine. 80% seiner Kunden wollen den Spargel geschält. Seine alte Maschine kam an ihre Grenzen. Kosten? Weitere 98.000 Euro. Endlich ist der erste Spargel bereit für die Kunden. Die Landwirtschaft ist noch längst nicht am Ziel. Doch selbst mit der besten Technik hat am Ende immer eine das letzte Wort: die Natur.